Wunderschönen guten Morgen. Zum Morgen richtig Start in Singapur nimmt man das Traditional Kaya Toast und Poedex. Wir probieren das Ganze jetzt mal, ob das so gut ist. Ist gar nicht so schlecht. Die Sauce noch gibt's. Februar, ein bisschen zu heiß zum Singapur besichtigen. Schön, aber man kommt ein bisschen ins Schwitzen. Ein bisschen ist gut. Das heisst, das Beste geht nicht. Immer wieder in der U-Bahn sich abkühlen mit Klimaanlage. Nächster Stopp ist an der Buggy Street. Dort sollte man Jeans laden und es sollte den Market geben. Es gibt Regeln hier, wir müssen uns jetzt hier einlinieren und warten. Wir sind an der Buggy Street ausgestiegen mit dem Metro, um an Thailand zu gehen. Wahrscheinlich der hipster Place in Singapur zu sein. Jetzt alles so kleine Boutiquen. Ich liebe Boutiquen. Und mein Shoppingherz schmerzt, weil ich nichts kaufen kann. Gross voll mit kleinen Boutiquen, Designer-Stores. Das Multikulti in dieser Stadt hat grosse Vorteile. Zum Beispiel haben wir jetzt hier eine Pita Bakery gefunden, wo mega fein, gerade frisch aus dem Ofen, frische Pita serviert. Egal wo man in dieser Stadt durchläuft, es gibt immer etwas Spannendes zu sehen. Das einzige Gefährliche daran, wie viele Schritte haben wir gestern gemacht? 20'000 glaube ich. 20'000, so viel mache ich normalerweise in einer Woche. Buggy Street ist ein riesiger Chaos von chinesischen Sachen, die die Welt nicht braucht. Es gibt sogar noch einen zweiten Stock in diesem Markt. Das Beste in diesen Läden sind immer die exklusiven Angebote. Zum Beispiel hier steht Only Today. Das Schild hat so viel Staub drauf. Das ist wahrscheinlich seit Monaten hier. Hier ich glaube, es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo es mehr Verbotsschilder gibt als in der Schweiz. In Singapur!